Aber Gudi, ich würde sagen, wir starten rein. Wir gucken nochmal unsere Mannequins an. Wir haben unser Liquid Desnut Slugma am Start. Bei dem ich mich freue, dass der sich jetzt endlich mal bald entwickeln wird. Das wird nämlich auch mal Zeit. Wir haben unser Angry Boomer Ball Electrode. Den werden wir vermutlich im heutigen Verlauf raushauen. Dann haben wir unser Ponyta, unser Friend Magic Gendamon. Dann haben wir noch Athena mit dem Wipe Magic Typing. Ich hoffe, dass das Teil tatsächlich sich auch jetzt dann noch heute entwickeln sollte. Krein, unser Klingklang mit Prime Steel Geist. Der gefällt mir bisher richtig gut, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, der ist voll strong. Oder es kommt mir einfach nur vor. Und unser Water Gun Seemon, bei dem ich noch nicht genau weiß, wie wir den entwickeln. Sie arbeitet in einer Kurklinik und da gibt es halt auch. Ah, okay. Das ist natürlich wieder eine Zusatzinfo, die ich nicht wusste. In so einer Kurklinik kann ich mir auch wieder vorstellen, dass da natürlich ganz normal gewerkelt wird, sage ich mal. Weil, also ich glaube, ich weiß nicht, ob bei Kur sowas wie ein Feiertag existiert, gilt, sage ich mal. Müssen wir irgendwem was verlernen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Nee. Haben wir nicht Surfer, merke ich gerade. Das wäre vielleicht auch eine schlaue Idee, wenn wir das vom Mobile bringen. Nachdem das somit die beste Attacke ist. Ah ja, das verstehe ich auf jeden Fall, das verstehe ich. Wie geht's euch denn so? Seid ihr gut in die neue Woche reingestartet? Wie war euer Montag? Ich muss sagen, ich wünschte, wir hätten Donnerstag auch wieder einen Feiertag. Es fühlt sich so ein bisschen weird an, schon fast, muss ich gestehen. Wishiwashi gibt's hier. Dass heute irgendwie frei ist. Oh, Drache ist sogar sehr effektiv, das finde ich gar nicht so gut. Weil ich weiß nicht, es fühlt sich so samstagsmäßig an, aber wir haben. Ah, hier gibt es, glaube ich, keine. Wir haben halt so in keinster Form. Also, hiernach sind halt wieder 3 Tage Arbeiten angesagt, ne? Also, für mich jetzt Berufsschule, das ist nicht ganz so dramatisch. Wobei Berufsschule momentan sehr nervig ist, weil bei mir, wie sich herausstellt, was ich auch nicht wusste, ist es tatsächlich so, dass ich. Ja, verkürze. Aber, wie ich erfahren durfte, muss ich trotzdem jetzt noch Noten dieses Jahr machen. Und zwar quasi fürs ganze Jahr. Das heißt, die müssen eine Schulaufgabe und irgendwie zwei Exen schreiben. Wo ich mir auch denke, was ist denn das für ein dummes Prinzip? Ich habe so 4 oder 5 Berufsschulwochen noch. Also insgesamt, Entschuldigung, insgesamt glaube ich 5. Und jetzt habe ich noch, also mit dieser hier habe ich noch 4. Wo ich mir denke, Alter, wo sollen die Noten herbekommen? Was ist das eigentlich für ein Scheiß? Also, es geht mir richtig auf den Senkel, muss ich sagen. Es geht mir so auf den Senkel. Das ist der Wahnsinn. Das hat einfach absolut nichts abgezogen. Ach du heilige Scheiße. Okay, meines Double Hit resistiert. Entspannter Brückentag, fühlt man. Hätte ich mir auch freigenommen, hätte ich es machen können. Arbeit war ein bisschen anstrengend, aber sonst war der Montag okay. Eieiei, man hasst, wenn Arbeit anstrengend ist. Gucken wir mal. Space ist sehr effektiv, gut zu wissen. 2 Tage Homeoffice und nur Donnerstag auf Arbeit. Also könnte schlechter sein. Ey, das klingt doch mega geil. Also von dem her, ich vermute, dann hast du Mittwoch und Freitag noch Homeoffice. Ey, wenn ich an den Punkt komme, dass ich Montag, Mittwoch, Freitag. Wobei ich glaube, ich würde nicht mal Montag, Mittwoch, Freitag Homeoffice machen. Weil ich einfach in der Arbeit momentan so Dinge erledigen muss, wo ich montags und mittwochs gerne lieber für in der Arbeit wäre, weil am Laptop ist es super nervig, das zu machen. Also würde ich sogar momentan sagen, wenn ich 3 Tage Homeoffice hätte, dann würde ich auf jeden Fall Donnerstag und Freitag nehmen. Und dann müsste ich mal gucken, was ich noch nehme. Wahrscheinlich den Dienstag. Aber ja, also 2 wären mir vor allem wichtig, dass ich Donnerstag und Freitag easy dingsen kann. Static Shuffle. Kann er mich. Ah ja, klar, kann er mich. Aua! Huiuiuiui, okay. Und hallo Zero, hallo Arianne. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Hello. Aber Homeoffice ist schon echt geil, muss ich sagen, ne? Ist halt auch so faszinierend eigentlich. Ich verstehe auch gar nicht, im Homeoffice bin ich auch halt einfach fast nie müde. Weil ich krieg da halt echt gut meine 8 Stunden Schlaf. Also wenn ich Homeoffice mache, ich stehe halt um 7:30 auf. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und fange so dann gegen 7:45 an zu arbeiten. Und das ist ja so dicke entspannt, sage ich euch, wie es ist. Also so entspannt. Das ist der Wahnsinn. Weil du hast einfach diese wundervolle Möglichkeit auszuschlafen, mehr oder weniger. Also ich penne dann meistens. So meine momentane Bettgehzeit, sage ich mal, ist zwischen 23 Uhr und 0 Uhr. Also von dem her
hole ich da, denke ich, auch ganz gut was raus. Und 7,5 bis 8 Stunden Schlaf sind ja eigentlich mega gut. Ich wünschte halt auch, dass ich. Oh Gott, das hat gar nichts abgezogen. Was ich halt mir noch ein bisschen wünschte für mich persönlich, wäre, dass ich irgendwie. Also ich habe das Gefühl, 7,5 bis 8 ist leider nicht mal genug. Ich fühle mich dann oft noch immer müde. Aber ich wünschte halt, dass das nicht mehr so wäre. Aber irgendwie bisher war das oder kommt das immer noch nicht so an. Weil meine Hoffnung ist ja, dass ich dann so am Wochenende auch immer so gegen 8 aufstehe. Weil ich habe das Gefühl, wenn man gegen 8 einfach aufsteht, ne? Dir kommt der Morgen vor wie eine ganz neue Welt. Weil der auf einmal so lang geht. Und sonst momentan ist es halt meistens so, dass ich mir denke, ach du Scheiße, Wochenende wird erstmal Schlaf nachgeholt. Obwohl ich eigentlich gar nicht so wenig unter der Woche schlafe, muss ich sagen. Also ich stehe ja meistens gegen 7 Uhr auf. Und ich gehe ja spätestens, also meistens im Regelfall, allerspätestens, ist glaube ich so 11:30 ist es meistens. Manchmal noch so bis um 12, aber eigentlich eher 11:30. Und wenn du 11:30 eigentlich ins Bett gehst, da hast du geile 7,5 Stunden Schlaf. Was eigentlich sehr nice ist. Morgen Donnerstag und. Nee, das. Doch, morgen Donnerstag und Freitag Arbeit und dann Urlaub für eine Woche über meinem B-Day ist doch nice. Oh, hast du auch nächste Woche B-Day? Ich habe auch nächste Woche B-Day. Am Monday. Da muss ich eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob ich dann früher aus der Arbeit gehe oder wie ich das mache. Also, ja. Müsste ich eigentlich noch in irgendeiner Form Bescheid geben, dass ich da ein bisschen früher gehen wollen würde. Aber andererseits habe ich an dem Montag auch nicht allzu viel irgendwie vor oder so. Deshalb, es wäre jetzt auch nicht mega schlimm, muss ich sagen. Ich finde, ich muss auch sagen, also Studien sagen ja meistens, dass Homeoffice unproduktiver ist. Würde ich, um ehrlich zu sein, gar nicht sagen. Also ich finde irgendwie in den meisten Fällen sogar, dass Homeoffice produktiver, also bei mir ist Homeoffice zumindest produktiver. Ich merke auch gerade, ich kann ja meine Fähigkeiten mal ein bisschen abändern. Ich verkaufe jetzt erstmal Kram. Warum ist immer eine Stunde länger schlafen, obwohl ich um 6 Uhr starte? Echt, im Homeoffice um 6 Uhr starten auch wild. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, muss ich gestehen. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Also früher bin ich ja immer so gegen 6 Uhr aufgestanden. Aber inzwischen denke ich mir nur so, Alter, also wie habe ich das geschafft? Wie war das in irgendeiner Form möglich, denke ich mir nur noch. Wo sind denn meine Ability Patch? Gucken wir mal, das würde schon zu Magic Bounce werden. Das hätte ich eigentlich ganz gerne. Und hier hätte ich auch Clear Body gerne. Dann haben wir hier noch eine Kapsel. Da könnten wir zu Sniper, Static, Pastel Veil, Flame Body, Anticipation. Da haben wir Magma Armor, gerade Runaway, Soundproof finde ich eigentlich ganz nice. Okay. Dann brauchen wir wohl noch ein paar Patches, würde ich sagen. Das hat jetzt halt ein bisschen was an Geld gekostet, aber hey, Magic Bounce halt 3 Millionen mal besser. Oh nein, ich glaube, ich habe das Falsche gekauft, ne? Also ich brauche nicht nur Patches, ich brauche auch Kapseln. So, jetzt haben wir eh kein Geld mehr. Ich gebe die aber sowieso für nichts anderes gefühlt aus, also passt es. Da machen wir Flame Body draus. Hier Pastel Veil. Und hier war Sniper, ne? Ja, wobei, damit warte ich mal noch. Wir werden sowieso jetzt dann gleich. Oh, wobei, es war ja mega dumm. Hier kann ich doch TMs kaufen. Oh ja, das war gerade dick lost. Oh, und hier ist das Link-Kabel. Haben wir eine Tausch-Evo gerade drin? Nee, ne? Und hallo Stone, hallo Fairy, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Oder habt gut geschlafen in dem Sinne. Und gestern einen schönen Tag gehabt. Ah, okay, das ist gut zu wissen, dass wir das brauchen. Würde ich an meinem Bide arbeiten, dürfte ich safe wieder Steine schleppen oder Rosen pflanzen. Gatespot Mayfair, das ist Protect. Okay, da ist schon mal nichts Wildes. Oh. Oh mein Gott, hasse ich mich, dass ich jetzt die ganze Kacke verkauft habe. Och nee. Ich weiß gar nicht, ist das? Nee, das sind sowieso die Attacken, die ich nicht unbedingt will. Es liegt, glaube ich, daran, dass wir gut vertraut mit Techniken sind, besser als die Normalos damit klarkommen. Warte, was? Ah, nee, da. Wenn ich um 5 Uhr aufstehe und dann um 8 ins Gym gehe, dann kommt der Tag mir wie 2 vor. Oh, das fühle ich aber.
Wie stehst du zu Pokémon-ähnlichen Spielen? Ich glaube, ich habe dafür bisher zu wenige gespielt. Also was ich gerne mal spielen würde, ist dieses Doppelkampfspiel. Ich weiß gerade leider den Namen nicht. Aber es ist sehr bekannt. Ich glaube, es gibt es sogar für die Switch. Ich glaube, Nexomon gibt es auch. Das sah ganz nice aus, aber das ist nicht das, was ich gerade meine. Ja gut, dann gehen wir. Dann düsen wir mal rüber, würde ich sagen, ne? Temtem, genau, Temtem meine ich. Temtem würde ich sehr gerne mal spielen. Ich finde, Temtem sieht sehr, sehr cool aus. Sieht sehr, sehr spaßig aus. Und deshalb hätte ich da auch mies Bock, das einmal mal zu spielen. Aber ich besitze halt das Spiel bisher nicht, ne? Was ich, by the way, als nächstes. Ah, ne, stopp, das war der falsche Move. Aua, das hat wehgetan. Hören Sie auf. Calm Mind, das nehmen wir gerne mit. Was ich, by the way, als nächstes vorhabe, ist das DS-Hex auf meinem 3DS zu packen. Aha. Ein gewiefter junger Mann. Spielt Temtem Showdown, ist kostenlos. Also wirklich unironisch, ist das ein Ding, das existiert? Das könntest du mir jetzt auf jeden Fall verkaufen. Könnte dir eines empfehlen, dann hau mal raus. Machen wir mal so. Okay, Kersform easy rausgenommen. Jetzt ist der aber gleich schon wieder dead, das gefällt mir nicht. Ist es? Hat der eine Immunität? Poison Stinky ist, glaube ich, immun gegen Liquid oder so. Habe ich das Gefühl. Das hat jetzt zweimal im Endeffekt gar nichts gemacht. Interesting. Aber dass es das gibt, finde ich wild, muss ich sagen. Ja, aber Showdown macht auch gerade momentan so viele krasse Updates, habe ich das Gefühl. Und hallo, Flo im Übrigen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Hello. Im Übrigen habe ich momentan auch gar nicht unsere normale Playlist an, sondern ich dachte mir, wir nehmen mal wieder so ein paar vorgefertigte, damit wir vielleicht auch so ein paar Lieder mitbekommen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich muss nochmal. Ich habe gemerkt, ich muss mir nochmal ein bisschen Galaxy-Kram, glaube ich, angucken. Weil ich glaube, wir haben zu wenig Galaxy in unseren Playlists. Dafür ist ja Galaxy viel zu nice. So, hier würden wir noch Giga Drain vermutlich bekommen. Also, kriegt man zumindest regulär hier. Deshalb gehe ich stark davon aus. Oranguru. Oh mein Gott, ich wollte L drücken und bin dann geflohen. Das ist Monkey Ball. Ich glaube, das wussten wir sogar. Das kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Und du bist Stinky Monkey, okay. Ich habe es mal getestet, als es rauskam, aber sehr kompliziert mit den Teams. Ich weiß nicht, ob das nächste Mal, ob das verbessert wurde. Ja, ich. Vermutlich ist auch das Balancing jetzt nicht das Optimum, sage ich mal. Nexomon Extinction. Hab ich nicht sogar davor gesagt, dass ich Nexomon auch gerne spielen würde? Weil ich weiß, ich glaube, ich habe das mal bei. Ich glaube, Reshat hat das mal im Voice gezockt. Da waren actually ein paar sehr coole dabei. Also es wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt gerne streamen oder so. Aber ich glaube, das ist halt ganz funny, wenn man das so ein bisschen privat einfach daddelt, ne? Und hallo Eddie, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Ey, hast gut geschlafen. Ich glaube, das ist sogar auch ein Mobile-Game, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube beides. Boomer mit einer Gun. Das gefällt mir nicht. Nachdem ich jetzt 6 Tage frei hatte, morgen wieder gegen 5:30 Uhr aufstehen muss, hasse ich, dass mein Schlafrhythmus wieder kaputt ist, Alter. Psychic Space ist der, okay. Flo einfach jetzt komplett im Leben, in diesem katastrophalen Konstrukt namens Arbeit und Leben angekommen. F an unseren gefallenen Bruder, der ist jetzt im Hamsterrad mitgefangen. Du bist jetzt einer von uns. Und man hasst alles daran. Man hasst alles daran. Vor allem, ich glaube, dein Job war sogar richtig anstrengend. Metallbau hört sich halt körperlich auch so ein bisschen noch anstrengend an und so. Wo ich mir direkt denke, boah, du heilige Kacke. Also macht sicher Spaß, wenn man am Ende was so erstellt hat, aber ja. Spielst du eigentlich als nächstes den neuen Hack von Mim? So, nope. Das nächste, was wir machen werden, ist in Weiß. Schon wieder. Probieren wir nochmal. Schade. Ist in Weiß 2. Oh, ich merke gerade, wir waren noch gar nicht im Dings, ne? Weil ich habe auch kein Pokeriegel-Ding. Erst einmal hallo Mewtwo. Ich hoffe, ich habe Eddie hallo gesagt. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Hello.
zu den Mimsu-Hack. Der muss ich mal gucken, wann wir Bock drauf haben. Ich meine, man muss auch sagen, wir hatten jetzt erst vor nicht allzu langer Zeit Gen 7. Das hat mich eh ein bisschen, das ist einfach weiterhin Steel Fairy, wow, bisschen gejuckt, sage ich mal so. Aber da hätten wir eigentlich die Drachenhaut kaufen können. Ich glaube, das muss ich mal nochmal nachgucken. Oh, shit. Das ist dann doch eine relativ wichtige Info. Ist ja keine. Das ist jetzt Water Gender, na gut. Auf jeden Fall kommt das wahrscheinlich nach dem, was wir jetzt machen werden. Weil wir werden jetzt als erstes Pokémon Weiß 2, aber wir bannen die Hälfte des Pokédexes spielen. Danach kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in den Mimsu-Hack gehen. Bei Mimsu-Hack ist halt immer das Problem, man müsste eigentlich mit dem Dokument arbeiten und da sind dann die Leute immer so ein bisschen. Naja, warte mal, ich bin falsch hier. Naja, unterwegs. Ich habe es. Du hast Nexomon auf der PS4 gespielt. Also ob es Mobile ist, weiß ich nicht. Kann aber sein. Also ich kann es mir. Ah, da ist die Drachenschuppe, geil. Ich kann es mir vorstellen. Aber. Also ich glaube, das gibt es auf jeden Fall bei mehreren Sachen. Ist nur Berufsvorbereitung, aber trotzdem 39-Stunden-Woche. Das mit Metallbau war nur 2 Tage Bereichserprobung. War auch in anderen Bereichen wie Lagerbau, Wirtschaft. Ah, okay. So, jetzt habe ich den Waterstone komplett umsonst gekauft, weil ich dachte, vielleicht entwickelt er sich damit. But hey, Water Dragon Gun Typing. Ah, das wild. Das wild. Da haben wir unser Gun-Pokémon. Damit haben wir. Ich will ja versuchen, so möglichst viele Typings einmal mal benutzt zu haben, ne? 5:30 Uhr aufstehen, dann um 6 Uhr zur Arbeit, bin 6:20 Uhr da, arbeite bis 17 Uhr. Bis 17 Uhr? Was machst du? Du bist dann ja 10 Stunden 40 Minuten dort. Und da ist nicht mal mit einkalkuliert, dass du zurückfährst. Arbeitest du irgendwie nur 3 Tage in der Woche oder was? Und wir von der Baustelle. Okay, Baustelle back ist es so 17:30, 18 und dann nochmal 20 Minuten heimfahren. Das klingt für mich nach. Also, das klingt für mich genau nach dem. Warum ist das vom Typ Sharp? Okay. Was ich niemals machen wollen würde. Also da wäre ich ja dick raus. Und gut geschlafen, naja, war bis 3 Uhr nachts im Discord-Call mit 2 Leuten und war um 8 wieder wach. Hatte schon bessere Nächte. Ja, das klingt auch eher so, naja. Von Kingdra zu Gundra, stimmt. Das ist ein guter Name. Oh, Hitmonchan ist ein Kampf-Pokémon und ist rechts. Gut zu wissen. Good to know. Ist immer eine gute Info, wenn man weiß. Ne? Wieso? Unsere Pokémon eingestellt sind, sage ich mal. Oh, warte, was hat der? Prime Zuma Normal 2 ist der vom Typing. Okay. Wenn er das unbedingt machen möchte. Oh Gott, das zieht halt alles nix ab, ne? Das zieht halt alles einfach gar nichts ab. Boah, ich bin echt gespannt. Ich war leider mega dumm. Und hab nicht nachgeguckt, ob ich irgendwo mal neue Type. Ich hätte mir eigentlich immer rausschreiben sollen, wenn wir neue Typings finden. Weil jetzt, glaube ich, ein Video hiervon zu erstellen, wird die absolute Hölle. Wait, was für ein Typing hatte. Ah, wahrscheinlich Fluffy oder so, ich weiß es nicht. Aber es hat einfach gewone-shottet, okay. Ja, normal 2. Ist doch ganz normal 2. Ich verstehe die Problematik nicht. Gut, ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal alles geholt, was wir da holen konnten. Ich habe 2 Tage lang eine Mauer gebaut und für mich entschieden, so weit wie möglich vom Bau fernzubleiben. Ja, das ist auch, glaube ich, so das, was man in den meisten Fällen als Mensch sich denkt. Weil ich glaube, Bau ist halt echt so furchtbar anstrengend. Und ich weiß aber nicht, wie die Bezahlung da ist. Ich kann mir sogar Ghost vom Gamer, na klar. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Bezahlung inzwischen gar nicht mal so. Also ich glaube eher, dass die Bezahlung früher schlechter war. Ich glaube, die könnte sogar jetzt besser sein, einfach weil ich mir vorstellen kann, dass sehr wenig Leute einfach inzwischen am Bau arbeiten. Also würde mich zumindest nicht wundern. Bin Landschaftsgärtner, bekomme Hinfahrt zur Baustelle, keine Rückfahrt und habe eine halbe Stunde Pause mittags. Am Ende des Tages habe ich trotzdem nur 9 bis 10 Stunden gemacht. Auf meinem Stundenzettel, da B- und Entladen zeitlich ab über einer Stunde gestrichen wird und insgesamt scheinbar Stunden manchmal gestrichen werden.
Das klingt alles, also wenn ich das so höre, klingt das alles ziemlich illegal, muss ich sagen. Das klingt alles wie etwas, wo ich sagen würde, ich glaube, wenn man das meldet, dann könnten die richtig am Arsch sein. Weil das kann ja nicht richtig sein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich gegen die Pokémon teilweise machen soll. Es überfordert mich. Also auf jeden Fall klingt das nicht nach etwas, was die machen dürfen. Das ist auch, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwo vorgeschrieben drin steht, weil das ist ja einfach nur eine Ausbeutung ohne Ende. Also was anderes ist das nicht. Und nein, keine Tagewoche. 5 Tage. Okay, die Aussage verwirrt mich jetzt. Also hast du 5 Arbeitstage in der Woche oder also ganz normale oder wie? I'm confused. Ach, 3 Tage. Okay, dann klingt es doch nicht mehr so illegal, muss ich gestehen. Dann kann das, glaube ich, sogar im Rahmen des Okayen sein. Ach so, keine 3 Tage, wie du fragst, sondern 5. Okay, dann sind wir wieder zurück im illegalen Bereich. Dann sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo ich sage, das ist illegal. Mir wurde halt gesagt, meine Mauer war perfekt, nur Sachen, die für die Mauerprüfung relevant wären, hätten sie bemängeln können. Aber meine Hände haben erfahren, wie sich die Sahara aus der Nähe anfühlt, noch nie so trockene Hände gehabt. Ach du heilige Kacke. Warum benutze ich eigentlich nie Liquidation, nachdem das mein Stab-Move ist? Ist eigentlich auch mega dumm von mir. Hallo Snacksui, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Du hast gut geschlafen. Hello. Ich weiß genau, welchen Betrieb ich melde, welchen meinem neuen Platz habe. Ja, das verstehe ich auch sofort. Weil das klingt. Also wie gesagt, das kann nicht legal sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und guten Morgen, Togi Kaiser. Ich hoffe auch dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Hello. Also ich glaube, das hätte man auch schon während der Ausbildungszeit melden müssen. nicht Ausbildungszeit, während man da arbeitet, weil. Also das klingt ja so abnormal. Das ist ja nicht mehr witzig. Also sowas habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gehört. Dass so ein immenser. Also so eine. Ja, doch, man kann schon sagen, so eine immense Ausbeutung halt auch einfach stattfindet. Oh, der wäre vom Traum. Ich hätte gern ein cooles Traum-Pokémon, weil bisher habe ich das Gefühl, wir haben nur Scheiß-Traumons gefunden. Relaxo ist doch sicher vom Typ Traum. Warte mal, ich Neuer hole mir mal kurz den Pappenheimer. Pokeregelkram. Weil dann haben wir den nämlich auch parat. Ich weiß nur nicht mehr, wo man den genau bekommt. Kriegt man den nicht hier drüben irgendwo? Irgendwas war da. Mike, vielen Dank für den nicen Resub und Hallöchen Popöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Freue mich schon auf meinen Pakt im November, wo ich auch ausgebeutet werde. Ja, Praktika ist sowieso krass. Ich meine, da war auch eine Frage im. Ich bin gerade zu blöd. Wo kriegt man nochmal den Pokeriegel hier? Ich dachte hier. Also das Pokeriegel-Ding. War es nicht hier? Ah, warte, man musste die hier ansprechen, ne? Ja. So, jetzt. Ich glaube, bei den Dings wurde auch gefragt, beim Wahl-O-Mat wurde auch gefragt, ob Praktikumsplätze vergütet werden sollten. Und da habe ich aber so schnell habe ich ja noch nie in meinem Leben ja gedrückt. Oh, da kann ich mir die Typings nicht angucken, aber da weiß ich ja, dass der Pflanze Dance ist. Der interessiert mich. Danke, dann halt nicht. Der interessiert mich auch. Ich glaube, der könnte cool sein. Der könnte irgendwie wieder so links-rechts mäßig sein. Der interessiert mich auch. Aber ich merke gerade, ich habe denen jetzt allen keinen Namen gegeben, ich Dummbatz. Aber ja gut, wir können zum Namenbewerter dann noch laufen, wenn wir die benutzen. Ist vielleicht auch so schlauer. Ist nicht genauso mit der Arbeitssicherheit, zum Beispiel bei Wetter oder körperlicher Arbeit in der Ausbildung hat man es ja dann schön geritten und dann waren keine Stunden bei den Azubis gestrichen. Ja, aber ich glaube, wenn du Azubis die Stunden. Oh lol. Wenn du Azubis den Stunden streichst, ich glaube, da kannst du so krass in Teufelsküche kommen. Also da bist du dann wirklich am Arsch. Ja, Praktika sind meistens so eine lächerliche Ausbeutung, ist der Wahnsinn. Guten Morgen, Marot. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Beziehungsweise gut geschlafen. Hello. Oh nein, ein rechter Vogel. Ich hätte den gern, der ist cool.
Er hat auch gar keinen Bock auf mich, ne? Er hat aber auch gar keinen Bock auf mich. Ich glaube, körperlich harte Jobs haben häufig solche Situationen, wo Stunden abgezogen werden, wenn irgendwelche Grenzen erreicht werden. Aber die Arbeit wird natürlich trotzdem gemacht. Ausbeutung ist halt gigantisch. Ja, das ist. Ich finde das so frech. Wenn du bedenkst, was du in Deutschland an Steuern und so abgibst, ne, wie viele Abgaben du hast, die sind ja teilweise so hoch wie in wenigen anderen Ländern. Ich glaube, wir sind da in den Top 10. Top 10, Freunde. Der interessiert mich auch. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher, was der war. Und du dir dann bedenkst, wie viel Scheiße die teilweise mit manchen Berufen machen, das ist halt einfach das abnormal. Ach du Scheiße, stimmt, wir haben ja auch noch Zora hier. Unser Sus Fluffymon, das will ich auch hier einmal reinnehmen. Wir haben Ditto, das ist Sus Liquid. Wir haben unser Flying Baby Rufflet. Nuzleaf ist ein Bean und ein Zuma, okay. Das ist Sharp und ein Zuma. Das ist ein Silly Little Bug. Ich muss mal gucken, zu was der entwickelt. Type Nun ist vom Typ. Ach stimmt, du warst Water Wipe. Stimmt. Für mein Praktikum bekomme ich ja theoretisch Geld bekommen für diese Berufsvorbereitungsgruppe 300 Euro pro Monat. Das zählt dann auch fürs Praktikum. Aber außerhalb davon. Ja, okay, immerhin etwas, sage ich mal. Ich würde tatsächlich Electrode an der Stelle jetzt raushauen und würde gerne Zoroark reinnehmen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch genug mit Klingklang gespielt. Und dann nehmen wir mal Shift Reader rein. Beziehungsweise, ich glaube, den können wir hochleveln und dann ist der auch gleich entwickelt. Ansonsten bleiben wir, denke ich, erstmal dabei. Und leveln die mal alle schön hoch. Und gucken mal, was wir aus denen rausholen können. So, warte mal, gucken, was Golisipod jetzt so drauf hat. Ein Angry Bug. Ich glaube, wir hatten bisher noch keinen Angry Boy. Deshalb lassen wir den mal momentan erst drin. Weil ich auch Bock auf den habe, muss ich sagen. Was bin ich sehend? Sie sind sehend, ein Pokémon-Spiel mit zu vielen Typen. Das sind sie sehend. So, 37, denke ich mal, packen wir alles. Das ist, denke ich, ein valides Ding. Stimmt, Razzap war angry. Ne, dann hauen wir ihn, glaube ich, doch aus. Eject. Okay, wild. Wie läuft es eigentlich in Spectral Sun bei dir? Ich habe noch nie Spectral Sun gespielt. Also läuft super. Ich habe das Spiel noch nicht einmal angefasst. Sus und Furry, ja, das dachte ich mir, ne? Das dachte ich mir. Nö. Also, ich habe da auch eigentlich. Ich glaube, ich habe auch nie irgendwie groß was dazu geschrieben, meine ich. Aber wir könnten gucken, ob Rufflet sich maybe irgendwie früher entwickelt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass man den nicht ganz so spät auch hat. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Also genau Timo sein Ding. Oh ja, er entwickelt sich wirklich. Geil. Superpower sogar schon stark. Gumukreine. Ich hoffe, dir geht's gut. Neuer Ja, also Pappenheimer. die Typings hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Ohio rechts Flying ist, un ist unser freaking Braviary. Das ist wild. Den nehmen wir mal rein. Die verbrauchst du nicht. Togekaiser, ich weiß. Egal. Flo, vielen Dank für den nicen Resub. Kuss geht raus an dich, sogar von seinem eigenen Sohn. Der ist jetzt reich, der Mann, Freunde. Der ist jetzt reich. Der hat jetzt Money, der muss niemanden mehr anbellen. Der wirft jetzt um sich Sabotage. Ah, das ist quasi Parting Shot. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Das nehmen wir mal rein. Sus. Ist auf jeden Fall sus, der Move. Bei den 7 Tagen neue Pokémon für Infinite Fusion gestern bekamen wir Agrostella. Ja, Muruda fand ich cool, Kostur und Agrostella finde ich jetzt nicht so meine Welt, muss ich sagen. Aber wir können noch gucken, was wir relearnen können. Oh, Night Days. Das nehme ich ja auf jeden Fall mit. Dann, eigentlich brauchen wir die U-Turn nicht. Aber ich glaube, die U-Turn ist mir lieber als Sabotage. Ich gehe lieber auf Damage. Haben wir hier noch was zum Relearn? Hydro Pump. Ah, passt. Passt schon. Und bei Braviary hätten wir noch einen 120er Base Power Angry Move. Und Brave Bird haben wir auch. Geil. Guckt ihn euch an. So ein Wilder. Ich sag, das ist ein cooler Squad. Wir haben jetzt einen Sus Ferrymon.
Wir haben ein Water Dragon Gun Pokémon. Wir haben ein Friend Magic Gendamon. Wir haben ein Vibe Magic Mon. Wir haben ein Liquid Desnut Mon. Und ein Ohio rechtes Flug Pokémon. Ah, was will man mehr in seinem Leben, ne? Was will man auch mehr? Eins habe ich raus, jetzt erstmal wieder auf das Konto aufpassen, das sagt man, nee. Also es sind nur 300, nur schleudert ihn nicht zu sehr raus. So, mit dem ersten Gehalt kann man schon was machen, das ist okay. Danach muss man in die Sparminen gehen. Und hallo Sira, ich hoffe dir geht's gut, ich hoffe du hast gut geschlafen, hello. Meine Top 3, auf die ich noch hoffe, sind Go-Goat, Golizipod und Torkoal. Torkoal ist ein cooler. Ich mag Torkoal. Golizipod auch cool. Go-Goat finde ich eher, naja, da kann ich mir nicht so coole Fusionen auch vorstellen, muss ich gestehen. Deshalb, oh mein Gott, ich bin gerade von meinem eigenen Pokémon auch verwirrt gewesen, weil ich mir dachte, oh. Unlicht hat keine Wirkung auf Space. Das ist auch gut zu wissen. Ich merke gerade, wir sind gar kein Unlicht-Pokémon mehr, auch im Allgemeinen. Muss ich auch aufpassen. Warum ist neben dem Ohio-Typen Texas abgebildet? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Hallo Asaki, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Hast gut geschlafen. Oh mein Gott, das ist so... Ah! Ich mag Golizipod actually sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich hasse seine Fähigkeit, die geht mir konstant auf die Eier. Aber... Ich finde den eigentlich echt cool. Ich mag den vom Design her, obwohl ich eigentlich jetzt nicht so der Fan von so Insektenkram bin. Aua, das hat sehr weh getan. Aber den feiere ich, muss ich sagen. Der hat irgendwas. Aber warte mal, wir haben doch sogar Black Glasses, ne? Ja. Können Pokémon mal ein Item geben, Freunde? Crazy. Glaubst du, Jerry hat den Ohio-Typen gemacht? Halte ich nicht für unwahrscheinlich. Sag, wie es ist. Osas ist anscheinend sehr effektiv auf Angry oder Rock. Ich denke eher auf Angry. Ach nee, warum muss das sein? Freaking Destiny Bond. Aber was ist so, habt ihr irgendeinen Plan für den heutigen Tag? Steht bei euch irgendwas an? Macht ihr irgendwie was mit der Family oder so? Wird irgendwas nice gefoodet? Bei uns steht nicht wirklich was an. Doch, wir müssen später auf Doggo aufpassen. Das ist, denke ich, eine sehr solide Aufgabe. Kann man machen. Also habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Weil Freunde von uns weg sind. Das heißt, wir passen auf den Hund auf. Wir können es noch Spukball lernen. Ja, komm, scheiß auf Foreplay. Muss noch Wäsche machen, damit ich morgen was habe. Ja, ich sag, wäre schlecht, ohne Wäsche rauszugehen. Einfach chillen, sturmfrei heute. Ist auch sehr nice. Guten Morgen, Sarah. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Dann wäre ein Infinite Fusion auch cool, weil die schlechte Fähigkeit los ist. Stimmt, und den Speed. Boah, das wäre wild, ja. Sehe ich. Sehe ich auf jeden Fall. Da gehen wir rein. Meine Schwester kommt vorbei und wir grillen ganz entspannt, einfach den Tag genießen. Oh, grillen, nice. Weiter Corona haben, oje. Ich wünsche gute Besserung. Und Flo schleudert jetzt einmal mit seinem Geld um sich und gönnt Knisser und Sub. Kuss geht raus an den werten Lost Flöchen. Der hat jetzt einfach mal merkt, dass es der hat jetzt Money. Der hat jetzt noch, der muss jetzt erst lernen, wie er damit umgehen muss. Mit dieser Macht, die er jetzt besitzt. Davor war er die ganze Zeit so, genau. Und jetzt ist sowas anderes. Ich hatte was anderes im Sinn. Das heißt, du hast reingeschissen mit Sub-Giften. Jetzt musst du erstmal üben. Es muss erstmal geübt werden, wie man Subs giftet. Aber gute Einstellung, gefällt mir. Ach man, warum ist denn der Beutel schon wieder voll? Ich gebe jetzt einfach P das Rare Candy, weil ich glaube, da müsste er sich entwickeln, endlich. Nur einfach neue Prinz Markus. Eieiei. Ich glaube, reif. Ja, Flo ist noch nicht ganz reif. Deshalb wirft er noch nicht mit so viel Geld um sich. So sieht's nämlich aus. Nee, Flo ist noch nicht ganz so reich, glaube ich. Okay, wir sind weiter in Liquid Desnut und haben jetzt Shell Smash. Flo, vielen Dank, dass du Sarah einen Gift-Sub schenkst. Ich küsse dein Herz. Vielen Dank für den Support. Ich dachte mir schon fast, dass das es ist, was du im Sinn hattest. Aber, ja. Warum hat das schon wieder... Unlichtattacken haben keine Wirkung auf Freunde? Und resistieren Geistattacken. Was ist denn das? Warum hat denn alle... Also Space hat ja auch eine Immunität gegenüber Unlicht, was Sinn ergibt, aber...
Kann das jetzt mal bitte aufhören? Och man, jetzt wendet das Teil selber. The Power of Friendship. Ich hasse die Power von Friendship. Jeder Heck, der den Beutel nicht unendlich macht. Ja, das ist aber absolut korrekt. Moment, ist der auch schon wieder? Warum kommt jetzt Venom nicht? Wahrscheinlich weiß das nächste Mal das. Okay, wir wenden mal und dann surfen wir, weil dann werden wir von Surfern nicht gehittet. Ich bin so ein Big Brainer, das ist der Wahnsinn. Jetzt haben wir einen Twister einfach mal raus. Und jetzt pennen wir da, okay. Ich kann mir halt einfach nicht die Mons links angucken, das finde ich ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Können wir bitte... Oh, das ist die Mario und Luigi Mucke. Wenn man so in diesem Wasserbereich ist, glaube ich. Freunde sind wie das Licht, da hat Unlicht keinen Platz. Na gut. Wenn das unsere Argumentationsstruktur ist, na gut. Bin jetzt nicht so begeistert, but hey. Flo will Top-Donator sein, mal für eine Zeit, bis keine wieder am Zaben ist. Ja, also ihr dürft, ne? Ihr dürft gerne alle versuchen, Top-Donator zu werden. Ich habe damit kein Problem. Das ist etwas, wo ich jetzt nicht schreien werde, oh nein, tut's nicht. Das fände ich so schrecklich. Oh nein. Oh nein. Ich sollte einen Repel benutzen, glaube ich. Ich glaube, es wird zu nervig hier drin. Habe ich überhaupt noch Repel? Ja. Wir haben gerade einen Hype-Train. Ja, das ist korrekt. Müssen wir jetzt natürlich am Laufen halten, ne? Passend zu unserem Prime-Pokémon. Müssen wir das jetzt natürlich handhaben. Das heißt, ich will versuchen, eigentlich... Aua, war das laut. Halleluja, hat das gerade in meinen Ohren gescheppert. Aber es ist schon richtig. Kreine, vielen Dank für die 124 Biddies. Boring und silly. Vielleicht ist der... Ich wollte gerade sagen, dann könnte Sass sogar sehr effektiv sein. Kann ich mir vorstellen. Ich wünsche viel Spaß beim Wäsche machen. Gönnen Sie sich. Boah, Wäsche machen ist aber auch krass. Ey, ich freue mich schon so, ne? Irgendwann wird der große Moment kommen, an dem ich umziehen werde und endlich aus dieser Wohnung raus bin. Dann muss ich nicht mehr bis in den vierten Stock laufen. Ich habe nicht mehr keine Waschmaschine, keine Spülmaschine, weil das wird definitiv in der nächsten Wohnung drin sein. So wahr mir Gott helfe, wird das geschehen. Und der war Smash, ne? Ich habe keine Ahnung, was gegen Smash sehr effektiv sein soll. Pass vielleicht. Die könnten so... So gegenseitig sich ausbalancieren. Haben wir irgendwas mit einer Bodenattacke? Nee, ne? Aber ich würde gerne das Item mitnehmen. Gebe ich es einfach irgendwem. Umgekehrte Psychologie sagt, dass du auf jeden Fall keine wissen, dass du dich schlecht fühlst, wenn du welche bekommst, dann machen es viele. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und links. Oh. Und links. Spielmaschine nervig, aber geht noch. Also ich kann dir sagen, keine Spülmaschine zu haben. Du denkst so anfangs, ach, das geht ja, ne? Das ist ja nicht so schlimm. Aber auf Dauer, sage ich dir, ist es einmal so immens nervig. Es ist der Wahnsinn. Kreine, vielen Dank für 3 geile Gift-Subs. Ich küsse dein Herz. Vielen Dank für den Support. Und es freut mich, dass es an Leute geht, die sogar aktiv im Chat sind. Das freut mich irgendwie immer, wenn so aktive Chatter dann sogar die Gift-Subs abgreifen können. Das ist eigentlich immer ganz nice. Oh Gott, das hat ja gar nichts. Eieieiei. Das hat einfach nada abgezogen. Das hat mir jetzt gerade nicht gefallen. Hat auch ein Jahr keine Spülmaschine. Es ging echt, aber man muss doch nur... Ja, wenn du halt schon bei 2 Personen bist, ist schon schwierig. Und ich weiß nicht, wie du so kochmäßig unterwegs bist, aber ich koche halt gerne. Das ist so ein bisschen die Problematik. Und wenn du gerne kochst, dann sage ich mal, ne, ist es alles immer ein bisschen, da entsteht schnell viel Dreck, sage ich mal. Es entsteht schnell viel Dreck. Flo ist weg und direkt Platz 1 verloren, ja. Der muss es auf den harten Wege lernen. So, dann gucken wir mal, was Marc so... Wir haben ewig nicht mehr gegen Marc gekämpft, ne. Backofen und ich sind so miteinander. Ah, da ist halt das Ding, aber es ist so... Ah, yeah, yeah. Ich
fahre mir gerade Gewürzpipi, hat mich arm gemacht. Was zum Teufel sind Gewürzpipi? Ich habe nur mitbekommen, dass am Wochenende irgendwelche Pipis mit irgendeinem Abzeichen gehuntet wurden, wo ich mir auch dachte, also diese Faszination werde ich nie verstehen können. Keine Gnade mit den neuen. Hansi, vielen Dank für 5 geile Gift-Subs. Ehre geht raus an dich. Vielen Dank für den Support. Ah, direkt ein Intimidate rein, finde ich ein bisschen nervig. Was warst du nochmal? Du warst, glaube ich, einfach nur Angry, ne? Aber ich glaube, Sass ist sehr effektiv gegen Angry gewesen. Deshalb wenden wir einfach eine gediegene Runde. Und schauen, was daraus wird. Neuer Pappenheimer. Ich weiß halt auch echt noch gar nicht, wie ich dieses Video gut zusammenschneiden soll, dass das auch so interessant und so ist, ne? Also wenn wir daraus ein komplettes Video machen. Weil ich weiß, wie es Alpha Red gemacht hat und da war es nice, aber ich will das nicht 1:1 kopieren, aber ich weiß nicht, ich glaube, es geht schwierig anders. Okay, er hat nur einen Supertrank gezogen, das ist okay. Das ist natürlich erstmal fein. Ist aber vom Level her gut dabei, er wechselt. Okay, und geht dem Makago, will er den Flame Buddy triggern? Resistiert er das? Schneidet einfach nur alle Smash-Pokémon zusammen. Das, ich bin ehrlich, es wäre schon witzig, ne? Okay, und Night Days wird resistiert, das finde ich nicht so geil. Man hört doch so gerne neuer Pappenheimer, das sagt man. Oh, und Feuer. Ach so, stimmt, wir sind ein Furry, da ist Feuer effektiv. Ja, ich glaube, das war's mit unserem Zoroark. Feiertag, da kann man schon mal Geld rauswerfen. Ja, was heißt denn rauswerfen? Das ist so ein negativer Begriff. Da kann man Geld investieren, würde ich sagen. Das ist ein besseres Wort. Gibt auch wen, der das so auf 2 bis 3 Parts gesplittet hat. Nee, das möchte ich daraus nicht machen. Sagt ihr mit Makago gegen Makago Setup, und da sehe ich mich. Vielleicht wird sogar ein Highlight-Team gezogen. Und dann mit Makago durchgehen, mit unserem frischen, freshen Makago. Der hat sogar nur einen Supertrank. Das ist strong. Damit gönnen wir uns unseren Boost. P-Steph und Spidef. Das Ding ist, wisst ihr, was das Schlimme ist, wenn ich P lese? Dann denke ich halt auch nicht an 3,1 bla bla bla. Okay, ich sehe schon, das war nicht so schlau, das zu drücken. Aua. Ah, das war ein Crit. Ach, komm. Ja, sondern ich denke eher so an Pipi. Vielleicht ist Antique sehr effektiv. Komm, und noch ein Omni-Boost hinterher. Okay, ist neutral. Oh mein Gott, wir killen den nicht mal. Ja, der Setup hat sich richtig gelohnt. Wie heißt der Heck im Original? Ich glaube, der heißt wirklich Pokémon Emerald with too many types. Too many types oder so. Über Ausrufezeichen Alpharet kommst du aufs Video und da kannst du dann in der Videobeschreibung dir das relativ einfach holen. Ein Sub bei Downy, würde ich schon sagen, ist mehr wert als Bitcoin. Ist Bitcoin noch ein Ding? Ist das ein Ding? Hab Shiny Pipi gehandelt, Downy, mit Abzeichen. Nach 16 Shinies war es gestern da, wild. Warum ist Crobat ein Friend? Achso, weil es sich mit Liebe wahrscheinlich entwickelt. Ich vermute, das ist die Argumentationsgrundlage dahinter. Weil ansonsten wüsste ich nicht genau, warum das ein Friend ist. But hey, es scheint ein Friend zu sein. Mean look, okay. Und vor allem ist das Schlimme, ich habe das Gefühl, auf YouTube sind so, im deutschsprachigen Bereich zumindest, so Zusammenschnitte, habe ich immer das Gefühl, die kommen gar nicht mal so gut an. Also ich finde die immer mega geil, so Stream-Zusammenschnitte, aber zumindest im Mons-Bereich, so wenn ich so gucke bei anderen, kommen die gar nicht so wild an, wie ich mir immer denke. Immerhin noch Top 3, noch das Treppsche ist noch immer drin. So. Ja, wir können einfach weiter surfen und gewinnen das. Sollte nicht das Problem sein. Ich hoffe, Kingdra lernt jetzt mal einen Gun-Move. Ich glaube, wir haben noch nicht einen Gun-Move gesehen, kann das sein? Weil Water Gun ist ja weiterhin auch ein Wasserangriff. Und ich würde jetzt langsam echt gerne einen Gun-Move sehen. Was soll denn das eigentlich? Warum outspeedet er mich, hä? Achso, er hat gerade eben Scary Face eingesetzt, du Dummbatz. Natürlich outspeedet er dich dann. Ah, Downy wieder lebt und lebt, Freunde. Mal wieder die Big Brain Moves ausgepackt an der Stelle. Sie kennen mich. So, wir speichern mal. Einfach für die Sicherheit.